Die Himmelspiraten von Tyria sind vor einiger Zeit in Guild Wars 2 eingefallen und anlässlich dieses Events gab es hier da etwas Neues, und zwar am 1. Juli. Katharina, was hast du hier aufgenommen? Ja, genau, es geht hier um ein neues Sprungrätsel, was eben im Rahmen des Patches erschienen ist. Mhm. Anders als andere Inhalte bleibt es aber dann dauerhaft im Spiel. Also wir dürfen uns noch ganz lange an diesem Sprungrätsel erfreuen. Und natürlich dann auch eine Belohnung, oder? Genau. Es gibt hier zwei kleine Truhen und eine große Belohnungstruhe, wie man es halt kennt, mhm, bei den Sprungrätseln. Und was gibt es da Interessantes abzugreifen? Ja, einfach nur Items. Items. Hast genau, du schon was bekommen? Siegel. Ja, man sieht das sogar dann auch später noch. Ich habe eine tolle Schulter bekommen. Allerdings hatte ich schon eine tolle Schulter an, deshalb hat mir das jetzt nicht so viel gebracht. Aber man kann natürlich, was man nicht braucht, jederzeit verkaufen. Und ne, man kennt das ja, anderweitig verwerten. Ich sehe schon, also die Sprungrätsel werden doch mit der Zeit etwas komplexer im Vergleich zu meiner Anfangszeit, weil das ist nicht nur einfach von A nach B hopfen, sondern da sehe ich so hier drehende Räder sozusagen, Zahnräder. Da habe ich gerade Feuer gesehen, das aus der Seite gekommen ist. Und jetzt wurdest du, glaube ich, auch fast gegrillt. Meine Herren, das ist schon ganz schön komplex geworden. Ich weiß doch, dass die Sprungrätsel am Anfang von Guild Wars 2 ziemlich in der Kritik standen. Haben Sie das besser hinbekommen? Machen die jetzt mehr Spaß? Also ganz ehrlich, gerade dieses Sprungrätsel macht nicht unbedingt Spaß, weil es unheimlich schwer ist und deshalb auch unheimlich frustrierend. Also ich habe da jetzt ungefähr 5 Stunden oder sowas für gebraucht, bis ich es wirklich drauf hatte. Und netto Spielzeit, wie lange brauchst du, wenn alles gut läuft, um da durchzukommen? Ja, das ist ungefähr so lang wie das Video, eben so, sagen wir mal, 8 Minuten dauert das schon. Wenn man wirklich alles machen will. Also man muss sagen, wir haben halt hier jetzt dann noch ein paar Specials eingebaut. Oh ja, hier sehe ich, das scheint doch gerade schon nach daneben springen, ne? Wenn man hier immer genau diesen Punkt erwischen muss, und vor allem wenn so viele Leute da sind, ne? Das ist sogar noch eine der angenehmeren Stellen, weil man hier direkt wieder zurücklaufen kann und es einfach nochmal probieren darf. Gibt es denn viele Stellen, wo man einfach runterfällt und nochmal von vorne anfangen muss? Ja, also gerade, also wie gesagt, hier der erste Teil, der ist relativ einsteigerfreundlich, aber alles, was jetzt, sag ich mal, jetzt nach diesem Schiff kommt, wo Betonung wir uns gleich, liegt auf relativ, ja, ne? alles, was jetzt hier gleich auf dem Schiff kommt oder hinter dem Schiff kommt, das ist halt wirklich richtig ätzend. Wow. Was ist, wenn du stirbst jetzt hier zwischendurch? Irgendwie kannst du dann wenigstens respawnen oder also kannst du wieder aufgekratzt werden? Ja, also wenn ich Glück habe, sind genug andere Spieler da, die mich dann aufheben. Wenn ich Pech habe, muss ich eben vorne an der eingangs gezeigten Wegmarkierung mich wieder beleben. Oh, sehr schön. Hier haben wir jetzt eben eine dieser besagten Truhen. Man sieht, es sind halt nur mehr oder minder nützliche Gegenstände da drin. Macht aber nichts. Und dann tut man sich das dafür an. Ich sehe schon, du bist leidensfähig. Ja, es gibt natürlich das Achievement am Ende noch, ne? Also für die ganz ehrgeizig sind. Und wenn das Anreiz genug ist, ne? Und es geht natürlich auch einfach darum, es geschafft zu haben, weil dieses Sprungrätsel ist wirklich so schwierig. Und hier muss ich mal einhaken. Ist das eine von den Stellen, wo man dann wieder von vorne anfangen muss, wo man runterfällt? Oder kann man da zumindest? Das geht auch noch da, wenn man da runterfällt, kann man sich auch irgendwie noch wieder hochretten. Ah, jetzt ja. Und was passiert jetzt? Warum wartest du da vorne? Ich habe jetzt gerade ein anderes Siegel reingepackt. Ich als Dieb arbeite mit verschiedenen Siegeln. Und dadurch kann ich meine Geschwindigkeit quasi verändern. Das ist bei Sprungrätseln halt auch immer relativ essentiell. Also jetzt, wo ich die Truhe da unten sehe, das war schon beabsichtigt von dir, dass du da rein wolltest. Es war nicht beabsichtigt, nur im Endeffekt habe ich eben zufälligerweise dabei bei diesem Missgeschick dann noch diese weitere Truhe gefunden. Ah. Deshalb wollte ich das mal kurz zeigen. Eigentlich Katharinas Secrets sozusagen. Muss man da auf diesen Vorsprung. Und das ist halt auch wieder einer dieser ekligen Stellen, wo man halt wirklich nur diesen schmalen Vorsprung hat, wo man irgendwie drauf springen muss. Und das ist jetzt nochmal advanced, weil man sich da so hoch katapultieren muss und das halt eben treffen muss. Warum hast du eigentlich die Siegel gewechselt? Ist das nötig in der Instanz oder hast du es nur jetzt gerade, weil es dir besser passt oder so? Also notwendig ist es nicht unbedingt, aber es ist halt an manchen Stellen ganz sinnvoll. Also jetzt gerade bei Was für Siegel hast du gewählt? Das Siegel der Schatten war das, beziehungsweise ich habe es halt rausgenommen, weil das Siegel der Schatten macht mich schneller. Dadurch kann ich zum Beispiel hier auch ein bisschen höher springen oder komme halt weiter. Das macht es einfacher. Allerdings bei diesen hydraulischen Dingern, wo man nach vorne geschleudert wird, sollte man die Geschwindigkeitsbars möglichst wieder rausnehmen. Weil man sonst überspringt. Weil man sonst genau zu weit springt. Also es erfordert sehr viel Feintuning,
dieses Rätsel. Also man musste auch wirklich mit seinen Fertigkeiten oder eben mit dieser Geschwindigkeit dann eben ein bisschen spielen. Ist es jetzt aber nur so, sag ich mal, nur für den Loot und für den, naja, in Anführungsstrichen Spielspaß, wer es mag? Ja. Oder erfährt man auch ein bisschen mehr über die Himmelspiraten? Nee, das leider nicht. Also man erfährt nicht wirklich was darüber. Es ist einfach wirklich nur für einen persönlichen Ehrgeiz. Ich finde doch, dass für die Psychoanalyse taugt das schon, weil wer sowas baut, ist ein bisschen irre, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das haben auch einige im Chat hieß es, das muss, welcher bekiffte Asura hat sich denn das ausgedacht? Sehr gut. Das fand ich recht treffend irgendwie. Aber das ist nicht nur rumspringen, ich sehe ja auch, du hast Gegner, ne? Ja, da sind teilweise Gegner. Sind die schwer zu besiegen? Dadurch, dass das jetzt gestern total viele Leute gemacht haben, war es relativ leicht, weil natürlich immer jemand in der Nähe war. Wenn man das solo machen muss, ist es nicht so einfach. Ich merke schon, das ist eigentlich eher so ein Gruppenabenteuer. Wenn du sagst, also Freunde sollten einen aufkratzen können, das heißt, man sollte diese Sprungrätsel mit ein paar Kumpels machen in der Gruppe. Oder Kumpelinen. Auf jeden Fall. Das macht es deutlich einfacher. Auch hier in das Zahnrad stellen, um sich hochbefördern zu lassen. Wer kommt auf sowas? Ja, man sieht, also es ist jetzt quasi nochmal eine Wiederholung. Also wenn man da geradeaus weiter auf das Schiff hüpft, dann hat man quasi das Rätsel dann abgeschlossen und kann diese Truhe looten. Und das, was jetzt kommt, das ist quasi nochmal ein Special. Das gehört eigentlich nicht zum Sprungrätsel dazu, sondern ist halt für die Leute, die total crazy sind. So wie du. Ja, man muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt, das, was man da eigentlich machen sollte, eben nicht geschafft. Weil es doch verdammt fies ist, ihr seht das gleich. Und zwar, Ziel ist da oben so eine Plattform, da kommt, das ist auch wieder eine dieser fiesen Stellen, weil man quasi durch eine Wand durchhüpfen muss. Ja. Das ist auch ein Glitch, wird da häufiger, oder? Verwendet. Also man muss halt manchmal durch Wände laufen. Ist das beabsichtigt von den Entwicklern? Ja, das ist durchaus beabsichtigt. In dem Fall ist es wirklich beabsichtigt. Und das macht das halt nochmal ein bisschen trickreicher, weil man halt nicht genau weiß, wo man da jetzt hinkommt. Man sieht es dann auch gleich, da taucht dann, während ich mich da jetzt da so hoch manövriere, taucht dann auf einmal diese Felswand unter mir auf. Und man sieht dann diesen kleinen Mini-Vorsprung, wo ich hin muss. Mann. Und was ist das jetzt für eine Belohnung? Was hast du jetzt dafür bekommen, dass du jetzt da nochmal dieses extra oder den extra Weg gegangen bist? Also theoretisch bekommt man da ein Achievement dafür, dass man sich eben eine Brille, die liegt dann da oben, so eine Taucherbrille, die man sich aufsetzt. Und dann kann man damit, während man runterspringt, dann in ein Becken. Also das ist ungefähr wie Haifisch ins Goldfischglas. Mhm. Ungefähr. Also es ist proportional unglaublich passend. Genau. Das zu treffen ist halt unheimlich schwierig. Man kann halt, während man runterfährt, dann durch diese Brille dann so Special Moves machen. Und wenn man dann unten landet, dann kriegt man theoretisch ein Achievement, wenn man es noch nicht gemacht hat. Okay, aber du hast es inzwischen auch geschafft? Ja, ich habe das woanders, an anderer Stelle schon gemacht. Brillen gibt es ja überall, mal diese Taucherbrillen. Mhm. Ja, und da ist eben dieser Effekt, den ich eben meinte, dass man da eben durch die Wand im Prinzip durchhüpfen muss. Und dass dann dieser kleine Vorsprung wieder, dieses kleine Fitzelchen, irgendwie treffen muss. Was du erwischen musst. Ja. Ui, schick. Leicht bekleidet die Dame. Genau, das ist halt ein netter Nebeneffekt als weiblicher Charakter. Man zieht sich natürlich die imaginären Badeklamotten an. Das heißt, in Guild Wars, man hüpft dann da in Unterwäsche ins Wasser. Hurra. Tada. Und los geht's. Und jetzt Fast. Schade. Na gut, ein waghalsiges Unternehmen. Du hast es aber in der Summe auf jeden Fall geschafft und wir wünschen euch viel Spaß beim Lösen des Sprungrätsels. Ihr habt ja genug Zeit, denn es läuft ja unbegrenzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.